Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Olenias Resort, das Dorf. Ja, heute bin ich alleine. Das heißt, wir machen hier den Weg weiter. Ich war ja im letzten Part dran, hier das Feld zu optimieren. Beziehungsweise zu erweitern, optimieren. Denke ich, braucht man da jetzt nicht unbedingt. Verdammt. Also nicht unbedingt muss man jetzt hier optimieren und sagen, okay, da muss jetzt alle vier Blöcke eben so ein Teil für Wasser hin. Das machen wir nicht. Aber wir nehmen das Licht vom Feld. Wir machen hier immer nur eine Stufe, denn ich finde, das sieht einfach schöner aus. Und ja, wir haben sowieso fast immer Tag. Von dem her wird das recht egal sein. Das sieht jetzt hier ein bisschen blöd aus, muss ich zugeben. Das machen wir zu, aber wir machen dann hier unter Wasser rein. Kriege ich das so? Ja, kriege ich hin. Super. Genau. Dann machen wir hier wieder einfach Dingsen hin. Ich hoffe, dass das reicht. Wir haben jetzt ja auch von hier noch das Wasser hier rüber. Und hier haben wir auch. Ja, das sollte reichen. Das passt schon. Genau. Okay, also das machen wir noch eben, dass wir hier die ganzen Dinger wegnehmen und halt einzeln machen. Weil ich finde, wie gesagt, vom Weiten, das sieht einfach viel schöner aus, wenn man eben ein Feld hat, was so aussieht, als wenn nur Körner da wären. Ich packe das mal so rum. Habe ich da noch was? Ja, da habe ich noch was. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal heile. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob es das sowieso immer nur für den Server gab. Dieses Trampling konnte man mal ausschalten. Und zwar konnte man dann keine Felder kaputt machen, wenn man drauf hüpft. Also ich weiß nicht, ob es das nur für den Server gibt. Also für Server gibt es das auf jeden Fall. Also es wäre echt toll, wenn jemand von euch weiß, ob man das auch hier im Singleplayer nutzen kann, dann bitte in die Kommentare, damit wir das dann eventuell umstellen können, falls das eben funktioniert, weil es wäre wirklich toll, wenn man sich nicht immer die Felder kaputt latscht, ne? So, auf jeden Fall gucken wir jetzt, dass wir hier das Feld vergrößern, den Weg weitermachen und ja, dann eben auch schon anfangen können, dann relativ zeitnah mit, ja, mit dem Tor zum Tier, beziehungsweise ich glaube, Aquapark war gewünscht, dass wir damit anfangen, ne? Glaube ich, so war das. Nee, so war das nicht gedacht. Ah, guck mal. Ah, oh, man macht sich das ja gar nicht mehr kaputt. Oh, toll. Ja, das, die werden jetzt ja auch umspült. Na, das ist gar nicht der Brunnen. Und das ist, finde ich, schon für so Dinge, was man im Wasser baut, finde ich das schon echt nett, dass das jetzt alles ein bisschen besser funktioniert. So, jetzt würde ich hier noch einmal Wasser hinmachen. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. 1, 2, 3, 4. Doch, sollte hinhauen. Ich hätte nicht noch Wasser einmal dabei. Nee. Aber wir haben jetzt ja hier einen großen Brunnen. Machst du da mal bitte das richtig? Ach, ich habe die Version übrigens wieder umgestellt. Es gab ja schon ein paar Updates, wie ich gesehen habe. Wir hatten ja noch die Pre-13.2, glaube ich, drauf. Und jetzt sind wir schon bei 4. Also das habe ich jetzt auch ja heute geupdatet. Also da sind wir dann auf dem neuesten Stand momentan. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wenn da mal was nicht funktioniert, ja, wäre das ärgerlich. Aber nicht so schlimm. Ich sichere natürlich die Map immer und mache da nichts auf blauen Dunst oder irgendwie kaputt oder so. Jetzt habe ich keine Körner mehr, ne? Doch, da. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie kann das gar nicht sein, dass die Dinger alle sind. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal schöne Felder, finde ich. Das ist schon mal toll. So. Da, nö, auch das reicht so. Dann machen wir hier noch einzelne. Und reparieren noch ein bisschen was. Warum haben wir denn hier zwei? Aha. Wo habe ich denn die Dingers?
Und das noch heile machen. Mensch, hier ist aber viel Zeugs. Ich glaube, den müssen wir auch nicht unbedingt da haben. Da reicht auch einer. Okay. So. Wie kann man dann auf runter? Das war ich hier, ne? Das ist eigentlich schwachsinnig, das so viel zu machen. Aber es sieht ganz okay aus. Da hätte man eigentlich das Wasser dann auch hier runter machen können. Gut, also wir optimieren hier noch ein bisschen rum und schauen mal. So. So ist das doch okay. Dann machen wir das hier nämlich auch weg. Gut. Ja, also Getreide werden wir. Verdammt. Werden wir ja auf jeden Fall ordentlich viel brauchen für den Tierpark auf jeden Fall. Na, da wird schon das ein oder andere an Getreideballen weggehen. So, wir holen uns gleich noch eine Hacke. Und wir hatten ja gesagt, da wo jetzt der ganze Sand ist und das kleine Wasserloch, dass wir da den Schuppen hinbauen. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Part mal erwähnt, dass man das da hinbauen könnte. Das würde ich auch gerne machen, würde ich gerne recht zügig machen. Ich würde sagen, wir holen uns dafür jetzt gleich die Sachen, wenn wir da noch was brauchen. Ach doch, das ist doch alles gut hier. Erstmal alles recht schön. Eine Schaufel. Ja, habe ich natürlich auch nicht mehr so wirklich eine tolle Schaufel dabei. Oh, hier schon mal ein bisschen ausbuddeln. Also ein bisschen Weg ist da schon noch bis zum Tierpark, ne? Aber ich finde das ganz okay. Da können wir nämlich hier auf der Seite zum Tierpark hin vielleicht schön unsere Felder anlegen und dann auf der anderen Seite, wo wir dann eventuell, nein, zum Aquapark geht es ja hier, haben wir ja beschlossen. Und auf der anderen Seite, wo es dann zum Dings geht oder zum Tierpark gehen soll, da können wir dann schön Wälder machen und so. Und wir haben auch noch einen Weg nach Radiant City dann später, ne? Welches wir dann auf jeden Fall hier auch noch einfügen werden. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Ihr könnt momentan auch keine Gebäude einschicken. Also das funktioniert alles noch nicht. Da gucken wir nochmal. Das dauert aber noch eine Weile. Da müsst ihr euch wahrscheinlich bis nach den Ferien gedulden, bis ich dann mich da nochmal kümmern. So, überlege ich gerade. Jetzt holen wir auf jeden Fall eine Schaufel. Erde habe ich genug dabei. Eine Schaufel brauchen wir. Eine Hacke. Ja, Truhen und so weiter. Schwarzeichenholz habe ich bei. Und Birke habe ich bei. Ich glaube, ich hatte schon alles mitgenommen soweit, ne? Aber jetzt habe ich natürlich keine Feldhacke mehr. Also Eisen müsste man auf jeden Fall noch holen. Und eine Schaufel brauche ich ja nun auch noch. Ja. Gut, dann hole ich nochmal eben Werkzeug. Ach, ich finde, hier sieht das auch schon recht nett aus, wenn man reinkommt. Ne? Hallo Fischis, seid ihr noch da? Ja. Oh, toll. Ihr auch? Hallo Fischis. Ja. Und ihr Fischis? Auch. Ja, alle noch da. Wunderbar. Okay, was ist denn hier los? Steht ja alles voll. Achso, das ist die Kiste vom Sebastian. Genau, die braucht er noch. Da hat er gesagt, da darf keiner ran. Denn das brauche ich noch, um hier das fertig zu bauen. Das sieht gar nicht doof aus, was er da macht. Naja, mal gucken. So, genau. Habe ich die Monster aus? Nein, die habe ich an. Definitiv. Denn nachts war da alles voller Monster, als ich vorhin, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Was wollte ich jetzt hier? Eisen holen. Genau. Eisen.
So, Eisen nehme ich mit. Holz haben wir eigentlich genug dabei. Das sollte alles hinhauen. Gut, eine Schere habe ich auch noch. Das brauchen wir momentan nicht hier. Getrockneter Seetang. Haben wir noch Werkzeuge? Ne, wir haben nur noch das da. Keine Schaufeln mehr. Ich würde jetzt eigentlich ungerne die Sachen benutzen, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass wir sowieso zu wenig Schwarzeiche und so dabei haben. Ich nehme dann nochmal das mit. Da oben ist Birke. Aha, ja. Ich nehme mal die Türen mit. Vielleicht können wir ein bisschen Birkentür oder so, ja, sowas halt noch machen. So ein bisschen Abwechslung reinbringen in das Ganze. Haben wir noch Zaun über, den packe ich jetzt mal weg. Ein bisschen Erde packe ich aus. Den Rest behalte ich aber. Ja, den Sand kann ich eigentlich auch schon mal hier lassen. So, okay. Und dann geht's wieder weiter. Werkbänke, also Werkbank habe ich dabei. Das ist kein Problem. Die stellen wir da auf und dann machen wir da einfach unser Zeug, was wir brauchen. Vielleicht sollte ich auch noch mal ein, zwei Bäume aufstellen, die wir dann gleich nutzen können für Truhen und so. Ich habe ja genug dabei. Vielleicht auch noch mal eine Birke, falls es nicht reicht. Das sollte an Bäumen auf jeden Fall erstmal reichen. So, eine Werkbank. Die packen wir dann auch später ins Haus mit rein. Schaufel. Machen wir erstmal den Weg hier weiter. So, genau. Also ich glaube, ein Stückchen können wir mit dem Weg noch gehen. Und dann können wir eigentlich auch bald anfangen, darüber zu gehen. Weil wir müssen noch ein Stück weiter darüber. Gut, dann holen wir hier erstmal den Sand raus. Sand ist ja immer noch so ein bisschen Mangelware. Wobei es geht eigentlich. Also Sand haben wir gar nicht so zu wenig. Was wir nicht haben, sind Wüsten. Und das nervt. Also keine Wüste zu haben, ist schon echt doof, weil wir ja eigentlich einen Kaktus brauchen für die Monsterfalle, um die ein bisschen besser zu machen. So, ich gucke jetzt, dass ich hier doch den ganzen Sand mitnehme. Ne? Wir werden also für den Aquapark auf jeden Fall Sand brauchen. Was total schade ist, habe ich letztens festgestellt, ist, dass wir haben ja den Trockenbeton und den normalen Beton. Also wenn Beton nass wird, wird es ja zu diesem normalen Beton. Und hallo? Ach, Inventar voll. Und total schade finde ich, dass dass man den Trockenbeton nicht unter Wasser machen kann. Das finde ich total schade, denn das sieht so toll aus mit diesen bunten Kies dann im Prinzip, ne, also so Aquarienkies, so bunter. Aber das wird dann ja eben zum normalen Beton und das ist dann schon ein bisschen doof. Also das fände ich schöner, wenn man das irgendwie umgehen könnte. Klar kann man das umgehen, indem man eine Schicht Glas oder sowas mit drüber macht, aber es sieht dann ja auch nicht mehr so wirklich toll aus, ne? Also das hätte sich wirklich, wirklich gut gemacht, dieser bunte, ja, Sand am Ende, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal bunten Sand, das wäre toll. So, dann holen wir jetzt noch hier den restlichen Sand raus, den wir momentan gar nicht einsammeln können. Aber jetzt gibt es wieder ein bisschen Platz. Können wir den nämlich mitnehmen. So,
Dich nehmen wir auch mit. Den Kies lasse ich jetzt hier einfach mal drinne. Den müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Ich glaube, ich habe sowieso gar keinen Platz im Inventar, um den jetzt noch mitzunehmen. Wir werden sowieso demnächst nochmal ordentlich farmen gehen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass in den Ferien wir das dann wahrscheinlich auch so machen, dass wir dann zu dritt aufnehmen. Beziehungsweise schon nur zu zweit, weil wir eben nur zwei Headsets beziehungsweise zwei gute Mikros haben. Und genau, aber dass wir dann zu dritt eben auf der Map unterwegs sind und einer eben dann ja, Farm geht, ne? So ein bisschen guckt, dass das Lager aufgefüllt wird. Vielleicht auch das Lager sortiert und so weiter. Ich denke, das muss man nicht unbedingt in den Aufnahmen machen. Da reicht es dann, wenn man, wenn man das dann zeigt später, ne? Genau. So, also hier würde ich jetzt gerne das Häuschen hinmachen. Schauen hier, wie geht das mit dem Weg weiter? Das geht eigentlich runter. Hier und dann könnte man so eine Kurve da rum machen. Okay, da weiß ich aber noch nicht so genau, wie ich das machen möchte. Sag mal. Die zwei da hinmachen, da habe ich wieder einen Platz frei. So. Genau, und dann wäre hier einfach erstmal der Weg weiter. Mal gucken, vielleicht muss man dann noch einfach mal von der anderen Seite aus anfangen und gucken, wo da der Eingang genau hin soll. Und dann kann man dann ja hierher buddeln. So. Aber wir haben schon doch ganz schön viel geschafft, ne? Also ist jetzt doch einiges... ja, fertig geworden. Das freut mich sehr. So machen wir das so, ne? Sieht das einigermaßen schön aus. Gut, dann haben wir noch wieder ein bisschen Erde, um das Loch hier zu stopfen. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir die Hütte? Ich würde die dahin machen. Ich möchte die eigentlich ganz gerne in diesen Farben hier machen. Ne? Also in den Farben. Ich bin nur noch am Überlegen, was wie rum. Dach hell oder Dach dunkel? Oder komplettes Haus dunkel und nur die Akzente hell? Das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir nur den Boden dann drinnen in Birke machen. Oh, das finde ich gut. Genau, das finde ich gut. Das nehmen wir so. Gut, ja, dann haben wir hier das, also ich würde auch ums Haus umzu tatsächlich ein bisschen Spielraum lassen. Zum Feld hin. Oder sollen wir bis zum Haus ran mit dem Feld, dass das Haus tatsächlich komplett im Feld ist? Das ginge auch. Also es wäre auch eine Möglichkeit. Würde mir auch gefallen. Machen wir so. Dann machen wir nämlich hier noch eine Reihe. Die Frage ist jetzt, wie groß? Ja. Wie groß? So, könnte man hier ist vielleicht ein Tacken zu groß, ne? Wir machen es dann doch eins kleiner. Ich möchte das gar nicht so riesig machen. So, und auch nur eine Tür, ne? Vier hatten wir da, genau. Zwei, drei, vier. Jetzt wird das schon wieder dunkel. Es wird dunkel und ich habe keine Erde mehr. Gibt's sowas? Das ist ja echt ein Ding, ne? So, dann erstmal schlafen. Und ich sehe gerade, dass der Part ja schon wieder zu Ende ist. Dann würde ich sagen, beenden wir erstmal an dieser Stelle. Im nächsten Part bauen wir dann das Häuschen hier weiter, machen noch ein bisschen am Feld weiter und den Weg und kommen dann hoffentlich bald am Aquapark an. Okay, dann würde ich sagen, liken, teilen, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Part. Also bis dann, ciao, ciao.